Aber Freunde, wir machen heute noch eine weitere Geschichte. Das letzte Video war mit Skandal und das nächste Video ist jetzt mit dem lieben Azu. Bei dir hört man ja immer viel links, rechts in deinen Songs, Bruder. Können wir uns auch vorstellen? Mhm. Ich meine nur, ich frage für einen Freund. Ja, mein Name ist Skandal, falls ihr mich noch nicht kennt. Mein Name ist Azu, vielleicht kennt ihr mich schon, vielleicht nicht. Emre ist heute zu Gast bei uns. Dankeschön, dass ich da sein darf. Kein Problem, Bruder. Ich küsse alle jetzt. Einfach. Sei nur ein bisschen leiser, mein Vater. An erster Stelle, alles, was wir hier sagen, ist frei erfunden und dient nur zur Unterhaltung. Alles gäbe. Ja, willst du mal anfangen? Ich hab eine. Ja, Bruder, ich war einmal mit einem Bruder von mir. Das ist, glaube ich, 2-3 Jahre her. Ja, wir hatten so eine Phase, wo wir auf verrückte Kopf ein bisschen waren. Braucht ein bisschen Geld, so, du weißt doch. Und guck mal, ganz wichtig, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 19, ich werde 20. Das heißt, das war, als du 16 warst? Ja, 16, 17 war ich so. Okay, krass. Okay, wichtig. Ja, ich war mit einem Bruder von mir, wir waren draußen und der hat mir gesagt, Bruder, ich hab da was. Mhm. Ich sag, was hast du? Der sagt, so, ich hab was bestellt, DHL-Wagen. Ja, da kommt ein Paket an. Hab ich gesagt, okay, was springt da raus? Der meinte, ja, so, wir gucken, was da drin ist. Normal. So, weißt du? Ja. Aber du warst direkt dabei, als er dir das gesagt hat? Ja, wir waren draußen, mäßig, hab mich gerufen, aber ich wusste halt noch nicht, was der Plan ist. Normal. Weißt du? Kollege, aber Bruder, guck mal, ihr habt das ja spioniert. Ja. Woher wusstet ihr, dass dieser DHL-Wagen genau da hält? Bruder, der Kollege, der hat auf eine bestimmte Adresse etwas bestellt, weißt du? Aha. Und okay, wollte dann halt den großen Schnapp dahinter haben, weißt ja. du? So. Auf jeden Fall ist der Wagen dann eingetroffen. Mhm. Ich wusste erstmal nicht, was sollen wir jetzt machen? So. Mhm. Wir sind dann halt dahin gegangen. Der hat gesagt, ja, guck mal, hier, ich hab ein Paket. Erstmal wollte er das halt nicht glauben, weil so mein Kollege auch schwarz gewesen. Vielleicht, der hat gedacht, irgendeiner, der ich weiß, was einfach irgendeiner von der Straße spricht den an, genau, oder ich küsse so, dein Herz, so normal. Der wollte das Paket auf jeden Fall nicht aushändigen. Und ihr kennt doch bei DHL-Wagen, da ist einmal eine Tür, wo an der Seite und hinten ist eine Tür. Ja, genau. Und am Vordersitz, diese Fahrerseite, da ist auch eine Tür zwischen zu den Paketen. Ja, genau, ja, vom, genau. Das so. Und der war halt vorne drinnen und der war mäßig aus Fenster so raus und der hat dann das halt gezeigt. Der wollte dann das aber nicht glauben. So, und die Tür war halt auf an der Seite. So, und ich bin reingegangen und mein Kollege war halt noch am Fenster mit denen am Diskutieren. Also der eine hat den abgelenkt, genau, ein bisschen genau, schon mal. Ja, normal. Aber er hat es halt gesehen, weißt du? Und dann sind wir halt ein bisschen mit Gewalt vorgedrängt. Mein Kollege hat denen eine Faust gegeben. In der Zeit war ich schon hinten drinnen. Der ist dann auch nach hinten reingekommen. Und wir haben dann halt Pakete gesehen, verschiedene Größen. Wir dachten uns halt Wundertüte, weißt du, was ich meine? Da sein Paket, aber vielleicht Fernseher. Aber recht, glaubst du mir, Bruder, das war auch immer schon mein Traum gewesen. Guck mal, hört sich jetzt behindert an, jetzt einen DHL-Wagen zu gucken. Nein, aber ich habe mir schon immer gedacht, wie krass ist dieses Gefühl, wenn du die Möglichkeit hast, ein DHL-Fahrzeug vor dir zu haben oder so und diese ganzen Pakete darfst du aufmachen. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich hab mich gefühlt wie ein GTA, Bruder. Also von dem Coupé. Ich hab mich gefühlt wie GTA. Weißt du, was für ein Gefühl da ist? Safe in sich hat. Kennt ihr das als kleines Kind? Ihr war Toys R Us? Normal, Digga, so. Oder überall Geschenke und kleine Spiele. Das war besser als Bescherung am Weihnachten. Ja, auf jeden Fall. Aber warte, guck mal, dein Kollege hat den eine Faust gegeben. Genau. Ist der direkt gefallen? Der ist direkt nach hinten gegangen. Der war ja an der Scheibe am Fenster, weißt du? Mein Kollege hat den die Faust durchs Fenster mäßig gegeben und der ist dann da hinten gegangen. Und in der Zeit, wo er nach hinten gegangen ist mit seinem Kopf, erstmal klar gekommen ist, ist mein Kollege halt auch nachgekommen. Und wir haben dann halt alles nacheinander rausgenommen. Habt ihr komplett leer gemacht? Genau, nicht komplett. Wir haben uns, ich glaube, So viel wie möglich. Ich glaube, 4-5 Pakete oder so hatten wir. Aber sag mal, habt ihr euch auf die großen Pakete fokussiert oder Nein, auf die kleinen? Nein, weil genau das nicht, weil wir mussten ja auch irgendwie wegkommen. Ja, normal. Weißt du, wenn wir jetzt da so 8 große Pakete hätten oder so, wäre schwierig, dass wir wegkommen. Also kleine so? Ja, wir haben ein großes, paar kleine, so mich einfach alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Wie viel habt ihr mitgenommen? Ich glaube, das waren so 5 Pakete ungefähr, 5-6 Pakete, lass ich mich lügen. Wenigstens bist du ehrlich, Bruder. Jeder andere hat jetzt gesagt, 37 Pakete, ich hatte 4 auf meinem Rücken, nein. Auf jeden Fall, ja, ich habe dann die ersten 2 Pakete genommen, mein Kollege hat 2 Pakete genommen, ich habe dann auch so klein alles in meine Tasche gesteckt, wir hatten auch so eine Tasche dabei und wir sind dann auch schon weggerannt. In der Zeit hat halt ganz versucht uns aufzuhalten, wir haben den halt weggerissen mäßig. Ja, dann sind wir auch schon losgegangen und ich habe halt beim Rennen schon gesehen, dass der sein Handy gezückt hat, weißt du, was ich meine? Dachte schon, jetzt gleich geht die Post los auf jeden Fall. Aber hast du gar nicht so in dem Alter, du warst ja 16, Bruder, hast du gar keine Angst so? Bruder, was heißt Angst? Adrenalin war auf jeden Fall da, weißt du, was ich meine? Aber hast du so gar keine so vor den Konsequenzen, wenn Bruder, du gepackt wirst? Oder wir kommen von der Straße. Gar keine Gedanken. Ja, nee, okay. Sehen kann oder irgendwas. Oder so, du weißt, ich habe Geld gebraucht. Entweder du machst oder es klappt, es klappt nicht. Ich habe auch einmal ein Paket geklaut, da war einfach ein Hula-Hoop-Reifen drin. Ich schwöre auf meine Mutter, ich dachte schon, jetzt rastest du deine, wäre einfach ein Hula-Hoop-Reifen. Wir sind weggerannt mit den Paketen in der Hand. Hat auch 2-3 Minuten dann gedauert und ich habe auf jeden Fall überall Sirenen gehört. Normal. Wir sind dann auf eine Hauptstraße gelangt. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie meinen Kollegen verloren, der ist weitergerannt. Genau wo der gerannt ist, kam dann ein Sixer entgegen, also ein Polizeiwagen. Ich dachte mir, ich kann jetzt nicht, ich könnte nur geradeaus oder nach hinten wieder gehen. Yeah. So, und
ich renne dann weiter und dann habe ich halt rechts so eine Gasse gesehen. Ja, da bin ich dann halt reingekommen. Da war dann irgend so ein Bauernhof oder sowas und auf einmal ich sehe Kühe, ich sehe Pferde, ich denke mir, nein, wo bin ich gelandet? Und Bruder, du musst dir vorstellen, ich habe ein bisschen Trauma von Pferden. Okay. Früher ein Kollege, wir waren auf Bauernhof, der wurde getreten einfach von diese von diesen. Als kleines Kind, ja, okay, ja, das so bleibt im Kopf. Das Ding ist, Bruder, abgesehen von kleinen Kind, Bruder, auch egal wie alt du bist, ein Pferdetritt, Bruder, ja, der ja. kann dir komplett das, normal, das Bruder. Und dann, Bruder, du warst in dieser Scheune? Ja, ich war in dieser Scheune. Mit dieser Pferd? Bruder, du musst dir vorstellen, ich habe halt übertriebene Trauma von dieser Scheiße. Und du hast die ganze diese, ne? Ich bin mit meinen Paketen in der Hand und ich muss an irgendwelchen Pferden vorbeilaufen. Genau noch an den hinteren, weißt du, was ich meine? Ja, ich bin dann dahinter gegangen, Bruder, und da waren dann Scheune, überall Heu, alles mögliche und ich habe dann einfach mich in diese Heu versteckt. Ich wusste das, ich hätte das auch gemacht. So, ich habe mich dann halt versteckt, weißt du, und ich höre die ganze Zeit Sirenen links, rechts, dies, das und ich, wie lange war ich da? Ich glaube 3-4 Stunden oder so. 3-4 Stunden habe ich da gechillt. Ja, in dieser Heu drinnen? Ja, Bruder, in dieser Heu drinnen. Danach, ich wollte nie wieder einen Bauernhof betreten. Boah, Alter, das stinkt richtig nach Scheiße. Auf jeden Fall, Bruder, überall diese Pferdescheiße und so. Ja, Bruder, irgendwann nach 3-4 Stunden, ich bin da rausgegangen mit den Paketen und Wartet ihr auch alle, was in diesem Paket drin ist? Ich auch. Ich bin auch die ganze Zeit. Boah, ich will nur wissen, was in diesem Paket drin ist. Am Ende bin ich halt rausgegangen, Bruder, aus dieser Scheune mit meinen Paketen und ich habe meinen Kollege dann irgendwann auch wieder erreicht bekommen. Ja, der hat mir dann halt gesagt, wo der ist. Dann haben wir uns getroffen und dann haben wir uns erstmal richtig gefreut. Ah, der wurde nicht gepackt? Der wurde nicht gepackt. Nein, krass. Obwohl ich das gedacht hätte, weil genau als der Polizeiwagen kam, da war da einer mit 3-4 Paketen in der Hand, Bruder. Bruder, wie schnell ist der? Aber auch nochmal so ein kleiner Tipp, wenn ihr auf der Flucht seid mit einem Coup, also wenn ihr einen Partner habt und ihr flüchtet, Regel Nummer 1, ruft nicht euren Partner an. Glaubt mir. Kann eventuell sein, der ist gerade in einer Situation Handy ist auf laut, ihr ruft ihn an, der ist am Arsch. Bruder, ich war 16, 17 Jahre alt, Bruder. Also normal. Nein, ich meine generell, auch, so weißt du. Ich hab das auch gar nicht in meinem Kopf. Dankeschön, dass du den Tipp den Zuschauern gibst, ne? Auf jeden Fall. Ist ja so oder so alles. Aber am besten mach gar nicht erst solche Dinge. Mach gar nicht erst. Lass diese Filme. Bringt zu nichts. Ja, so. Und dann, ihr habt euch getroffen. Ja, so. Wir haben uns getroffen. Wir sind dann an den Ort gegangen. Junge, hör mal auf damit. Da sind vielleicht Jüngere dabei. Also wir sind dann zu einem Ort gegangen, haben uns getroffen und haben uns erstmal so besprochen. Bruder, sag mir, was in diesem Paket drin ist, Bruder. Sag mir, was in diesem Paket drin ist. In deinen Paketen, die du nach 3 Stunden gedroppt hast, Bruder. In meinem Paket war eine Mikrowelle drin. Okay. Warte mal ganz kurz. Sorry, Bruder. Der ist die ganze Zeit mit einer Mikrowelle gerannt in der Scheune. Wow, die ist ja schnell, der Pferd, Bruder. Aber ich hab halt auch schon vorher ein bisschen so ein Paket habe ich geöffnet, ein kleineres, das war auf jeden Fall ein iPhone. Ich dachte mir auf jeden Fall Jackpot, ein Schnapper, weil ich mich gefreut habe. Eine Mikrowelle war da drin, habe ich mir gedacht, warum habe ich das nicht einfach da liegen lassen? Hast du sie mit nach Hause genommen, sei ehrlich, war das Geschenk? Mit zu Hause? Für Mama hier. Ich hab das weggeschmissen, ja. Das dritte Paket hat halt dieselbe Größe von dem iPhone und ich dachte mir, unnormaler Jackpot. Noch ein iPhone. Mit 2 iPhones nach Hause. So, Bruder, ich mach das auf einmal ist so eine PC-Maus drin, Bruder, nicht mal Apple, irgendwas. So. Ich dachte, mir haben die mich geknallt. Und dafür 3 Stunden entscheiden. So, war es egal. Aber guck mal, für was ich meine Freiheit riskiert habe. Aber Ende des Tages. Für eine Maus, ein iPhone und eine Mikrowelle. Ja, Bruder. Und glaubt mir, da wäre auch eine miese Anzeige gekommen. Auf jeden Fall. Ich kann euch sagen, macht diese Scheiße auf jeden Fall nicht. Mein Kollege, mit dem ich das gemacht habe, der sitzt tatsächlich bis heute noch drinne wegen genau solchen Sachen. Guckt, dass ihr auf jeden Fall so, wenn ihr sowas macht, eher sowas Richtiges. Also so auch so. Werdet lieber Rapper. Vor allen Dingen, wenn ihr sowas macht, dass es sich auch lohnt. Guck mal, am Ende des Tages. Zieht euch eine Maske an. Ich hätte das Ganze jetzt gemacht für ein iPhone, für 1-2.000 Euro, weißt du, was ich meine? Ganz ehrlich, macht einfach, ich schwöre auf alles jetzt, Tacheles, macht einfach gar nichts, Digga. Also macht was. Er hat schon mal überlegt, mit Maske einfach OnlyFans zu machen. Mach ich. Bruder, der kennt das echt, Mann. Ich mach das. Was laberst du? Bruder, ich küsse dein Herz, der kann alles machen, Bruder. Ich mach das. Mach mir diese Maske, dann leg ich auf eine Couch für diese Bilder und dann leg 2 Katzen links, rechts da. Ja. Aber auf nackt, Bruder, auf nackt. Ja, nur auf Maske an. Normal. Bruder, danach lassen wir diese Katze auf Schoß sitzen. Ja, aber am Ende des Tages würdest du sagen, es hat sich nicht gelohnt für dich, ne? Auf gar keinen Fall. Ich war auf alles, hat sich gelohnt. Wallah, hat sich gelohnt. Sei ehrlich, Bruder, als ich diese iPhone gemacht habe, natürlich hat sich gelohnt. So. So, aber der Aufwand, Bruder, Du hast deine Augen bis dahin, Bruder, ich war 16, ich hatte noch nicht mal ein iPhone X gehabt bis dahin, weißt du, was ich meine? Normal. So, man kann auf jeden Fall sagen, natürlich, wenn du jetzt darüber so nachdenkst, im Nachhinein, wenn du das Revue passierst, denkst du dir, Bruder, was habe ich da getan? Aber in diesem Moment, brauchen wir uns nichts vormachen, kommt das geisteskrank iPhone. Natürlich. So.
So, aber ist trotzdem das Dümmste, was man machen kann. Also weißt du auch für die Menschen da draußen deswegen. Schöne Grüße an den Postboten übrigens. Ich hoffe auf jeden Fall, bis heute ist deine Nase nicht mehr krumm, ne? Aber das ist alles auf jeden Fall gelogen, Leute. Ja, auf jeden das Fall. Das ist auf jeden Fall alles Cap gewesen von A bis Z, normal. Damit ihr Bescheid wisst. Ja, Bruder, die Geschichte ist natürlich frei erfunden und am Ende des Tages lohnt sich sowas nie. Wie gesagt, werdet lieber Rapper, zieht euch eine Maske an, zieht euch eine Cartier-Brille an. Aber warte, ich würde auch trotzdem was sagen, abgesehen dazu, zu der Thematik mit Maske, weil ich auch gesehen habe, nachdem ich gegen Shindy geschossen habe, kamen sehr, sehr viele Leute, die gesagt haben, ach, mit Maske Ansagen verteilt. Lack, wer ist Shindy neben dir? Er sieht aus wie ein Hund, Bruder, ja. Ich will nur einmal was sagen, guck mal. Seid froh, dass ich eine Maske anhab. Ohne Maske, ich schwöre auf alles, würde ich komplett ausatmen. Bruder, ich werde aber auch irgendwann ohne Maske ist der noch schlimmer. Guck mal, ich werde meine Maske ausziehen. Alle Groupies in deinem Chat, die verlieben sich direkt. Ja, okay. Okay, wir beenden das Video. Azu, mach mal noch ein Schlusswort. Jetzt bin ich gespannt, wie Azu Outro macht. Ja, komm. Ja, ihr wisst Bescheid, Leute. Das war's heute von Skandal von Emre. Und vergiss niemals, das ist Real Life, kein Anime. Ey!